Hallo und willkommen zurück zum Biathlon. Wir starten jetzt weiter in Martell bei der Europameisterschaft, wo wir ja bislang nicht so richtig gut dabei sind. Wie wir sehen, sind wir auf Platz 12, aber das kann ja nur besser werden. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen kalt in die Aufnahme rein, habe jetzt schon länger wieder nicht gespielt, auch keine Zeit zum Üben gehabt, deswegen wir versuchen es jetzt einfach. Ich habe jetzt heute auch keine Zeit zum Üben, deswegen wir gehen einfach rein und versuchen unser Bestes und mal schauen, ob wir jetzt vielleicht doch mal aufs Podium sprinten können. Jetzt gibt es allerdings die Verfolgung. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz wir jetzt beim letzten Mal waren. Wir werden es gleich beim Start sehen. Wir können hier nochmal ein bisschen hochleveln. Allerdings tut sich da nicht so richtig viel die letzten Male. Technik ist eigentlich okay. Ausdauer sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen hochbringen. Kraft ist auch in Ordnung. Dann sind wir da jetzt doch schon im ganz guten 50er-Bereich. Allerdings fehlt uns noch einiges zur Weltspitze. So, jetzt geht's erstmal an den Start. Wir gehen in die Startposition. So, da vorne sehen wir, 10. sind wir, wie es dort oben eben auch stand. Im letzten Rennen waren wir ja auch 10. Da lässt sich schon wieder sehr behäbig steuern. Aber mal schauen. Wir versuchen unser Bestes. Da vorne sehen wir, die Jungs sind gar nicht mal so weit weg. Die Abstände sind nicht so groß. Läuferisch sind wir natürlich trotzdem nicht stark genug. Wir müssen also quasi die Null schießen. Na, da kommt jetzt einer auch von hinten gerade ran. Sehen wir, dass wir läuferisch halt, wie gesagt, nicht mithalten können. Da werden wir hier überholt. Aber wir können hier ja dann... Ah, ist wieder dieses etwas kurvige Ding. Wir können hier in die Hocke gehen. 3 Sekunden haben wir nach vorne verloren. Die sind trotzdem an uns vorbei. Dann nehmen wir hier ein bisschen Schwung mit, dann können wir vielleicht wieder ein bisschen wegziehen. Die sind schon in Sichtweite dort vorne, also es ist nicht utopisch, dass wir, wenn wir eine Null schießen jetzt liegend, dort durchaus vorbeikommen können. Aber wie gesagt, am Berg sind wir, glaube ich, nicht stark genug. Hier geht es jetzt nur leicht bergauf. So, zumindest haben wir die hinter uns gehalten jetzt erstmal. Haben auch gar nicht so viel Zeit verloren jetzt nach vorne. Gut, der macht da jetzt gerade einen kleinen Zwischensprint. Den lassen wir mal. Das kostet uns natürlich alles wieder Zeit, indem wir mal hier kurz rausgehen müssen. Hier wird man sowieso in die Spur gedrückt und dann geht es jetzt gleich zum Schießen. Allerdings haben wir da jetzt wieder viel Zeit verloren in der Loipe. Dieser blöden Abfahrt, aber jetzt können wir hier nochmal vorbeigehen und dann geht es auch gleich schon zum ersten Schießen. Wie gesagt, wir müssen die Null schießen, um nach vorne zu kommen. So, und wir schauen. Oh nein, der sah für mich gut aus. Okay, eine Strafrunde ist noch in Ordnung. Wenn wir jetzt beim zweiten Mal Null schießen, haben wir vielleicht eine kleine Chance, nochmal ein Stückchen nach vorne zu kommen. Ja, wird schwer. Mal schauen, wie viel die anderen... Wir haben eigentlich relativ schnell geschossen. Mal schauen, wie schnell die anderen geschossen haben, dass wir uns vielleicht doch nochmal leicht nach vorne verbessern. Naja, wir sind auf 13. Also wir haben uns nicht wirklich verbessert, wir haben uns sogar eher verschlechtert. Die machen jetzt hier eine kleine Pause gerade, die Jungs. Deswegen versuchen wir mal hier am Anstieg noch vorbeizugehen. Dann kommen wir immer schon mal auf Platz 11 vor. Aber wirklich viel weiter nach vorne wird es leider nicht gehen. Vorne sind auch die Jungs schon im Anstieg. Da dachte ich eigentlich, dass jetzt ein Fehler gar nicht mal so schlimm ist. Naja, wir haben ja noch einen Wettbewerb dann hier bei der Europameisterschaft in Martell. So, wie gesagt, lässt sich wieder schwerfälliger steuern, als es manchmal schon der Fall war. 17 Sekunden haben wir nach vorne verloren, haben wohl einige eine Null geschossen. Aber nun gut, wir sehen da vorne noch einige, jetzt nochmal die Null stehend und naja, die Top 10 sind dann vielleicht noch drin. Ich weiß nicht, was die Konkurrenz dann so schießt. Das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, eine Top-Platzierung ist hier auf keinen Fall drin. Wir sind natürlich auch schon mit Rückstand gestartet als 10. So ist es nicht, dass wir da jetzt so viel verloren hätten. Eigentlich ein ganz passables Rennen. Der eine Fehler, der war natürlich doof.
Er war allerdings auch ganz knapp. So läuferisch verlieren wir gar nicht viel. 17 Sekunden sind es jetzt. Jetzt kommt natürlich wieder unsere schlechte Passage. Da läuft er auch wieder. Ich versuche jetzt mal hier noch. Einfach mal so. Dann verlieren wir nämlich gar nicht so viel. So, das war schon mal besser. Müssen wir halt immer ein bisschen laufen in der Abfahrt, wenn wir die Kurve schon nicht kriegen. So, jetzt sind hier alle schon am Schießstand. Manche sind sogar schon in der Strafrunde. So, wir gehen natürlich auf Startposition 1, weil wir der Beste sind. Wir sind der Beste. Nein, sind wir natürlich nicht. So, den Schießspezialist nehmen wir. Komm schon. Scheiße. Das dauert zu lang. Der war aber knapp. Boah, das ist aber ganz schön verrissen. Alter, wieso verreißt der das Gewehr denn so? Ist das so stürmisch? Boah. Das war aber schon heftig nach den Schüssen, wie er das Gewehr da verrissen hat. So, und jetzt ab geht die Post, mein Freund. Aber verbessern wir uns überhaupt? Elfter. Na toll. Und da kommt schon der Nächste, der an uns vorbeisprintet. Da sind wir nur noch Zwölfter. Vorne haben wir noch einen. Mal schauen, wir haben noch relativ viel Energie. Da hätten wir eigentlich sogar mehr raushauen können auf der Strecke. Aber das kann natürlich jetzt noch zu unserem Vorteil werden. So, vielleicht schaffen wir es noch in die Top 10. Ich glaube es eher nicht. Mit einem Schlusssprint vielleicht. Aber da ist er jetzt auch gleich wieder im niedrigen Kraftbereich. Komm, ist mir jetzt wurscht. Du kriegst diese Kurve. Ja, jetzt haben wir schon wieder viel Zeit nach vorne verloren. Sah natürlich auch weniger aus. Da ist schon wieder einer hinter uns, der einfach mal so vorbeirauscht. Dann gehen wir halt wieder früher raus aus der Hocke. Dann sind wir, können wir gleich wieder ein bisschen vorbeisprinten. Aber das war ein bisschen sehr viel. Na auf, komm schon. Die Top 10 sind doch noch drin. 11. Platz. Damit hätten wir einen Platz sogar noch verloren. Ein Fehler geschossen. Auch nicht wirklich schnell geschossen leider. Aber es lag jetzt auch daran, dass das Gewehr da extrem rumgeflogen ist. Jetzt müssten wir doch langsam auch mal ein Ziel näher kommen. Aber ich glaube, die Top 10 sind auch nicht mehr drin. Wir haben noch relativ viel Energie. Dann muss ich das nächste Mal wieder etwas mehr Energie vergeuden. Boah, wie der hier rangeflogen kommt. Geh weg. Ja, ja, ich weiß. Aber was soll ich da machen? Na super, 12. nur. Da hatten wir auch zu viel Energie hinten raus. Aber 12. Platz, okay. War nicht wirklich gut. Aber fürs erste Rennen war es jetzt okay. Da machen wir halt mal 3 Rennen in eine Folge. Ich spiele jetzt wirklich mal ein bisschen mehr am Stück. Und da hatten wir doch deutlich Rückstand. Mal schauen. Da sind wir mit 7,26 ins Ziel gekommen. Na gut, eine halbe Minute Rückstand. Aber relativ knapp vorm 12. Also, naja. Da waren wir auch schon deutlich besser unterwegs. 7,26 waren wir echt eine halbe Minute langsamer jetzt. Naja, da bin ich dann wohl doch wieder etwas schlechter geworden. Aber wir gehen direkt ins nächste Rennen rein. Und wie gesagt, es wird besser, es muss besser werden. Ich spiele jetzt mal länger am Stück. Und selbst wenn es nicht so wunderschön ist, dann machen wir, wie gesagt, längere Folgen, damit ich wenigstens einmal die Chance habe, gut zu sein. So, Geschwindigkeit, Technik lassen wir mal komplett raus. So, und jetzt gibt es den Massenstart in Mattel. Da waren wir ja das letzte Mal gar nicht so schlecht. So, der Start war gut, aber die anderen machen wieder ihren Sprint. Das sollen sie ruhig machen. So, es lenkt dann immer sehr ab, wenn die anderen hier um einen rumlaufen. Braucht man immer mal ein bisschen zu viel Energie rein, aber es ist okay. Sind momentan so mitten im Pulk drin. Nein, sprinten will ich nicht. Sind auf Platz 13, werden jetzt hier so ein bisschen durchgereicht. Ja, auf den letzten Platz werden wir durchgereicht, super. Jetzt geht es hier in den langen Anstieg rein.
Ja, den Bergspezialisten haben wir natürlich noch nicht. Den könnten wir jetzt hier theoretisch nutzen, aber wir werden hier schon ziemlich durchgereicht läuferisch. Ich meine, mehr kann ich nicht machen. Er ist momentan fast im roten Bereich. Mehr kann ich wirklich nicht machen. Da vorne geht es dann jetzt in die Abfahrt. Und wir werden richtig abgehängt hier. Ja, ich weiß, dass die Kraft niedrig ist, aber da musst du jetzt durch, mein Freund. Boah, was wir da jetzt schon verloren haben, ist ja unglaublich. Ah, jetzt geht's hier wieder hin. Seit hier bleibe ich jetzt mal. Ach, es ist so ärgerlich mit der Steuerung. Boah, gut, die prügeln sich da vorne, aber was wir hier abgehängt werden auf der Strecke, und das lag jetzt nicht mal an der Abfahrt. Es lag wirklich nicht an der Abfahrt. So, und dann schauen wir mal. Yes. Komm schon, lauf, mein Freund. Die können sich eine Strafrunde mehr leisten als wir. Das ist voll gemein. Wir sind Sechster. Jawohl. Jetzt müssen wir nur läuferisch auch mal mithalten können. Aber wie gesagt, wir werden wieder unheimlich viel verlieren. Gerade jetzt hier bei den Besten vorne. Die werden ja locker wieder an uns vorbeiziehen. Auch wenn wir jetzt ins Ziel so aussieht, als ob wir mithalten können. Da gibt es wieder andere Stellen, wo die uns locker über den Haufen rennen. Hier vorne wird es jetzt wieder so sein, dass wir überholt werden, weil die hier wieder sprinten. Aber wir sind Fünfter momentan. Wenn ich jetzt stehend die Null schaffe, dann könnte das doch ein ganz gutes Resultat werden. Und der ist da vorne gerade gegen die Bande gelaufen. So, wir kommen sogar etwas näher ran, aber jetzt beginnt wieder dieser Anstieg. Da werden sie uns wieder abhängen. Da sind wir einfach läuferisch nicht gut genug. Versuche immer so leicht im gelben Bereich hier zu laufen. Aber mehr kann ich dann auch nicht machen. Ich will auch nicht in den roten Bereich gehen. Aber das könnte ein gutes Resultat werden. Jetzt müssen wir natürlich stehend auch null schießen. Ansonsten haben wir keine Chance. Die haben eigentlich fast alle einen Fehler geschossen. Müssen einen Fehler geschossen haben. Wenn wir die Null schaffen, könnten wir vielleicht sogar ganz vorne reinlaufen. So, momentan sind wir immer noch Fünfter und wir sehen die Jungs noch vor uns. Also ist alles noch drin. Alles noch drin und hier laufe ich jetzt einfach mal schneller. Ich gehe nicht sofort in die Hocke, weil wie gesagt, die Kurve kriege ich eh nicht. Dann können wir hier auch durchsprinten. So, dann machen wir das so. Hier werde ich eh eingereiht, wie man sieht. So, da haben wir nicht viel verloren und jetzt geht's zum Stehenschießen. Auf, komm schon. Also komm schon, darf ich ja nicht mehr sagen. Selbst auferlegt. So, auf geht's. Du schaffst das, mein Freund, oder wir schaffen das. Alter Schwede. Komm schon. Yes, lauf. Verdammt! Lauf, Forrest, lauf! Die stehen da noch. Nein, die dürfen noch nicht. Jawohl, die gehen noch in die Strafrunde rein. Wir führen! Lauf, mein Freund, lauf! Oh Gott, wo sind die? Ah, da ist einer direkt hinter uns. Direkt hinter uns her. Alter Schwede, komm schon, mein Freund, du schaffst es. Wir haben echt noch Energie. Nein, der darf jetzt nicht an uns vorbeisprinten. Der ist doch bestimmt schon dran. Gut, wir führen, wir führen, wir führen. Beste Zwischenzeit, verdammt nochmal. Lauf. Ah nein, der ist gar nicht so dicht dran.
Wir haben eine Chance. Wir können noch sprinten ins Ziel. Jetzt müsste es nur bei den Abfahrten gut laufen. Auf, komm schon, leicht im roten Bereich. Ist okay. Ist vollkommen in Ordnung. Okay. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Oh Gott, mein Mittelfinger zittert. Auf. Die Kurven können wir ein bisschen durchziehen, weil es da oben dann in die Abfahrt geht. Ich weiß, Kraft niedrig, es ist mir egal. Wir können hier in die Abfahrt rein. Und komm schon, zieh, Junge, zieh! Wir liegen immer noch vorne. Das kann der erste Weltcupsieg werden. Verdammt nochmal hier bei den nächsten Leuten. Bei den nächsten Leuten gibt überhaupt keinen Sinn. Auf, komm schon, wir schaffen das jetzt. Hier vorne die Kurve kriegen. Und sprinten, sprinte, nein, nicht hängen bleiben. Sprinte, du Sau. Sprinte, 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 sprinte. Nein, 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 nein. Wehe, wehe, der hat uns noch überholt. Nein, 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 komm, das muss doch der erste Platz sein. Alter Schwede, mein Puls. Oh Gott, er tanzt. Nein! Wieso bin ich da unten hängen geblieben? Oh! Mann! Nein, verdammt nochmal! Oh, wie mich das gerade ärgert. Das liegt daran, dass ich mit der Steuerung immer noch nicht so 100% vertraut bin. Es liegt eben wirklich auch daran, dass ich dauernd immer Pausen mache zwischen den Spielen. Fuck! Fuck, verdammt! Zweiter Platz in der Weltmeisterschaft. Ein Massenstart. Naja. Scheiße! Mann, das hätte wirklich besser sein müssen. Das hätten wir gewinnen müssen. Das hätten wir auch verdient gehabt. Das hätten wir wirklich jetzt verdient gehabt. Naja, dann geht's jetzt nach Antholz. Oh, wie ärgerlich! Verdammt nochmal! So, nochmal einen Schluck Kaffee getrunken. Kacke! Da haben wir endlich mal die Null geschossen. Ah, wir können Schießtraining machen. Ist vielleicht auch ganz gut so. Kann ich da mal eine Spezialfähigkeit nehmen? Stimmt, ich habe vergessen, die Luft anzuhalten. Ach, komm schon. Wieder ohne Schießfähigkeit. Was bedeuten eigentlich nochmal die grünen Scheiben? Ah, drei Trefferpunkte. Zeit abgelaufen, wäre Leistung im Schießring, halten Sie vier Trainingspunkte. Naja, ist doch ganz nett. Vier Trainingspunkte, die geben wir mal auf die Kraft. Oh Gott, ich bin immer noch... ärgert mich immer noch so. Es ärgert mich immer noch so. Den blöden Sprintknopf gesucht. Deswegen bin ich da unten hängen geblieben. Ja, scheiß auf die Startposition. Verdammt nochmal. Mann. Okay, komm, weiter geht's. Diesmal schaffen wir die Null. Aber läuferisch sind wir wirklich sowas von unterlegen. Das ist brutal. Die haben drei Fehler geschossen. Drei Strafrunden sind die gelaufen. Und wir, Vollidioten, schießen eine Null und es bringt gar nichts. Was ist das hier denn für eine Strecke? Geht ja nur rauf und runter. Ja, manche gehen hier in die Hocke. Dann machen wir das auch immer. Gute Stefan Hocke. Der ästhetischste Skispringer aller Zeiten, muss man sagen. So, auf geht's. Mann, wie ärgerlich. Fuck. Egal, mit Ulle haben wir auch immer gut zurückgeschlagen. Dann werden wir das jetzt hier auch mit Arndt Peiffer schaffen. Wenn er diese scheiß Kurve wieder nicht kriegt.
So, eine merkwürdige Strecke, aber die Jungs da vorne sind schon verdammt weit weg. Also da müssen wir ein paar. Da müssen wir auf jeden Fall die Null schießen. Um hier was reißen zu können. Aber wir hätten es echt schaffen können. Gut, die haben drei Fehler geschossen. Das wird auch nicht immer passieren. Aber wir hätten es sogar läuferisch auf der letzten Runde noch hinbekommen. So, hier geht es dann wohl später irgendwann zum Finale rein. Aber wir sind schon wieder, der Abstand ist immens nach vorne. Der ersten Runde aber eigentlich immer. Dafür können wir hinten raus dann eigentlich immer ein bisschen. Haben wir eigentlich fast mehr Energie, wenn ich es nicht verbasel. Alter Schwede, wo sind die denn? Die sind ja schon fast im Ziel. Jetzt kommt hier so eine blöde lange Abfahrt. Die ich natürlich wieder nicht kriege. Na, scheiße, Mann, da haben wir doch jetzt schon keine Chance mehr. Die sind ja schon meilenweit weg. Steckt uns noch die Müdigkeit in den Knochen. Na, am Arsch, da steckt uns überhaupt nichts in den Knochen. So, und jetzt werde ich einfach mal fünfmal daneben schießen aus lauter Frust. Da liegen sie schon alle und wir kommen hier wieder letzte Depp ums Eck. Das letzte Rennen fast gewonnen. Und hier geht gar nichts. Ja, es dauert zu lang. Nein, komm schon. Es dauert zu lang. Aber trotzdem die Null. Aber es hat trotzdem zu lang gedauert. Kein gutes Schießen, trotzdem die Null geschossen. Das ist immerhin etwas. Aber wir sind läuferisch ja sowas von miserabel. Da sind noch welche in der Strafrunde. Wir kommen raus auf Platz 13 mit einer Null. Oder auf Platz 12. Ist ja lächerlich. Da müssen wir stehend jetzt aber auch sowas von die Null schießen. Mal schauen, ob wir läuferisch jetzt wenigstens mithalten können. Das ist natürlich auch überhaupt nicht unsere Strecke. Gibt hier einige Abfahrten drin, die uns nicht wirklich liegen. Und hier in die Hocke zu gehen, weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll ist, was die da. Ich mache hier immer nur nach, was der Computer macht. Ach, wie ärgerlich. 0,08 Sekunden, Mann. 0,08 Sekunden. Das ist eine japanische Penislänge. Geh weg, du Sack, ich dräng dich hier weg. Jawohl, da ist er gegen die Wand gefahren. Vor lauter Angst vor Arndt Peiffer. So, Anstieg ist unsers. Platz 12. Wie gesagt. Stehen sind wir ja momentan eigentlich relativ gut. Da könnten wir die Null schaffen. Jetzt geht der Sack hier wieder an uns vorbei. Aber es ist auch, wie gesagt, läuferisch nicht unsere Strecke. Und wir sind läuferisch so schlecht, das ist unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schlecht sind, wie der da jetzt auch gerade wegzieht. Wir latschen natürlich wieder komplett außenrum. Na super, ey. Naja. Vorne geht's wieder zum zweiten Schießen. Die manche sind wahrscheinlich schon fertig. Nee, sie stehen noch. Ist da schon einer fertig? Nee. Aber da laufen wir diesmal nicht ganz vorne rein. Dafür haben die anderen wahrscheinlich auch nicht schlecht genug geschossen. Da sind jetzt die ersten schon fertig. Wir kommen überhaupt erst hierher. Da müssen wir jetzt ein Megaschießen hinlegen. Wir machen jetzt ein Björndalenschießen. Achtung, da steht auf jeden Fall steht da eine Scheibe. Gut, eine Scheibe hat er ausgelassen. Da war knapp. Naja, wieder null Fehler. Schießen kommen hier langsam rein, aber läuferisch geht da nichts. Wir sind fast eine halbe Minute hinten. So, mal schauen, Top 10 sind vielleicht drin, aber da kommen jetzt auch viele gerade aus der Runde. Wir sind 12. mit null Fehlern. Willst du mich verarschen, ey? Darf doch wohl nicht wahr sein. Zehnter. Gut, vielleicht können wir läuferisch noch ein bisschen was machen, aber eher nicht.
Ja, werden wir jetzt wieder durchgereicht. Ich gehe hier trotzdem nochmal in die Hocke, um ein bisschen Energie zu sparen. Okay, das war ein bisschen lang. Da geht er jetzt auch an uns vorbei, links. Alter Schwede, wie frustrierend das ist, dass man hier läuferisch überhaupt nichts machen kann. Wenn die haben jetzt auch heute nicht so schlecht geschossen, wie das die letzten Tage waren. Jetzt sind wir wieder auf Platz 13. Scheiß drauf, komm. Ja, komm schon, lauf hin. Naja, das wird nix. Da werden wir keine vordere Platzierung machen, trotz einer Null. Und wir haben die Energie eigentlich rausgehauen, so wie sie kam. Na super, jetzt habe ich mich da auch noch festgehakt. Ach, ist das frustrierend. Echt frustrierend. Man hat ab und zu Chancen zu gewinnen, aber ich finde, manchmal sind die Leistungen sehr merkwürdig. Also das ist mal sind die richtig gut, mal richtig schlecht. So, ich glaube, so lange ist es nicht mehr bis ins Ziel. Können wir nochmal ein bisschen Gas geben. Hat jetzt auch nichts gebracht, der Sprint. Die ziehen da vorne trotzdem weg und unsere Kraft ist niedrig. Achso, wenn wir da hinfahren, dann verlieren. Oh Gott, ist der langsam unterwegs hier in der Abfahrt. Ist das zum Kotzen, ey. Ich will nochmal schießen. Wie wär's, wenn wir nur noch schießen machen? Wer einmal schießt, wird erschossen oder sowas. Da wären wir ganz gut inzwischen. 13. Platz mit 0 Fehlern, Mann. So sprinten können wir nicht mehr. So, Energie haben wir komplett rausgehauen. Ist jetzt auch wurscht. 12. Wieso sind wir jetzt noch 12. geworden? Ist einer gestorben auf der Strecke? Wahrscheinlich auf die falschen Scheiben geschossen. Mit 0 Fehlern haben wir eine halbe Minute Rückstand. Sogar mehr. Die haben wieder 10-mal daneben geschossen, die Jungs. Aber wie krass. Pulverisieren hier die Bestzeit. Weiß nicht, ob das unbedingt viel besser geht. Also natürlich, weiß es nicht. Also 0 Fehler geschossen. Weltcup sind wir weiterhin auf Platz 13. Da werden wir auf jeden Fall nicht aufsteigen in dieser Saison. Und jetzt bin ich direkt ins nächste Rennen rein. Ich würde sagen, wir machen aber hier mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns in Östersund, Schweden wieder in der nächsten Folge beim Massenstart der Männer. Vielleicht haben wir da etwas bessere Chancen. Bis dann.